Es war im Vorfeld dieses Gesprächs immer die Rede davon, dass die Kinder das vordringlichste Problem seien, dass man da Lockerungen machen müsste. Nun ist die bundesweite Einigung auf die Öffnung der Friseure gerichtet, haben die mir eine höhere Systemrelevanz als die Kinder. Und Sie haben es eben auch nochmal ausgeführt, im Beschluss steht es auch, dass sich die Virusmutanten ausbreiten. Also laut Hamburger Gesundheitsbehörde spielen sie in Hamburg noch keine Rolle. Das heißt, ist das ein Beschluss ohne Evidenz? Also Sie haben es beim letzten Mal als Risikobewusstsein formuliert. Ist es nach wie vor nur Risikobewusstsein oder auch eine Gewissheit? Also zunächst einmal zu den Kindergärten und Schulen. Dort ist beschlossen worden, dass die Länder in ihrer Zuständigkeit für Kitas und Schulen Öffnungsschritte vornehmen können. Ich habe nur gesagt, dass wir in Hamburg zunächst keine Öffnungen dieser Art weiter beschließen. Wir bleiben in den Regelungen, die wir derzeit haben. Wir haben ja aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere auch weil mit Präsenz natürlich Mobilität verbunden ist, gesagt, dass wir eine Notbetreuung in den Kitas aufrechterhalten und dass wir auch in den Schulen, wenn es unbedingt nötig ist, Präsenzunterricht anbieten, ansonsten aber Distanzunterricht organisieren. Und wir werden in dieser Art und Weise jetzt bis zu den Märzferien verbleiben. Das ist die Entscheidung für Hamburg. Andere Länder haben aber geplant, Öffnungsschritte zu machen, Wechselunterricht in den Grundschulen und Ähnliches. Und das ist mit dem heutigen Beschluss noch einmal bekräftigt worden, dass das ab jetzt möglich ist. Die einzige Ausnahme von den Lockerungen im Übrigen sind eben diese Überlegungen zu den Friseuren. Dort haben wir ja auch in der ersten Phase der Pandemie unterschiedliche Umgehensweisen gehabt. Wir hatten eine Zeit lang die Friseure geschlossen, dann haben wir festgestellt, dass es also jetzt nicht für meine Person, aber für viele Menschen ein drängendes Problem des Alltags ist. Und wir haben heute auch noch mal festgestellt, dass es gerade für ältere Menschen, die zum Beispiel gar nicht die Arme heben können, um selbst sozusagen die Haare zu waschen und zu pflegen, dass es einfach ein drängendes Problem ist, das stärker in den Bereich der Körperhygiene geht als in anderen Bereichen. Und deswegen diese besondere Umgehensweise mit den Friseuren, die dann ab 1. März wieder geöffnet werden können. Die Risiken werden ja von den Wissenschaftlern beschrieben, aufgrund von Beobachtungen in Großbritannien, in Portugal, in anderen Ländern. Dort ist die Einschätzung seitens der Experten, dass bestimmte Virusmutationen eben mit einer höheren Infektiosität verbunden sein können, die dann verursacht haben, dass zum Beispiel Großbritannien in eine enorm schnelle Infektionsdynamik gekommen ist. Wir haben in Deutschland noch keine ausreichende Verbreitung der Mutation, um entsprechende, also fundierte Erkenntnisse zu haben. Wir haben allerdings erfahren in den letzten Tagen, dass das Vorhandensein dieser Mutationen durchaus zunimmt. Das heißt, wir haben für diese britische Mutation B.1.1.7 in Untersuchungen, die sich auf ganz Deutschland beziehen, festgestellt, dass wir derzeit bei einer Häufigkeit von 5 bis 6% schon sind. Und die Einschätzung der Experten dazu lautet, dass das zunehmen wird. Wie schnell es zunimmt, ob es möglicherweise jetzt schon mehr sind als diese zuletzt festgestellte Häufigkeit, das ist eben alles noch nicht hinreichend fundiert erfasst. Aber es gibt eben, und man muss ja auch von ungünstigen Verläufen ausgehen, durchaus die Einschätzung, dass diese Virusmutationen in Deutschland in den nächsten Wochen deutlich an Bedeutung gewinnen können. Und wenn es dann so ist, dass diese Virusmutationen infektiöser sind, dann ist es ganz besonders wichtig, insgesamt die Infektionsdynamik abgesenkt zu haben, damit man dann auch mit infektiöseren Virusvarianten in der Kontaktnachverfolgung, in dem Vorgehen, bei der Quarantinisierung, bei dem Testen des Umfeldes, dass man dann eben auch sehr konsequent trotz dieser höheren Infektiosität die Verbreitung ja unter Kontrolle behält. Das ist die Überlegung. Jetzt aus Sicherheit stark abbremsen bis unter 35, um Sicherheit zu bekommen und nicht die Gefahr einer dritten Welle
zu erleiden, die ja dazu geführt hat, dass in anderen Ländern die Infektionszahlen wieder sehr, sehr sprunghaft angestiegen sind. Vor 3 Wochen in dem Papier der Ministerpräsidenten war noch die Rede sehr zentral von der Kontaktnachverfolgung und der 50er-Inzidenz. Und Sie hatten vor 3 Wochen auf Nachfrage gesagt, dass diese Kontaktnachverfolgung ein wichtiges Ziel ist. Das spielt jetzt in dem neuen Beschlusspapier keine Rolle mehr. Woran liegt das? Das ist meine erste Frage. Die zweite Frage ist, Sie sagten, wir müssen mehr wissen über die Verbreitung der Mutationen. Wie ist das, soll das überhaupt möglich sein, wo in Deutschland ja gerade erst begonnen wurde, stärker zu sequenzieren? Hamburg hat ja das 5%-Ziel schon erreicht, das weiß ich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Bundesländer oder Regionen gibt, wo das eben noch nicht der Fall ist. Also wie wollen Sie eine wissenschaftliche Grundlage schaffen, von der Sie sprechen, wenn die Instrumente wahrscheinlich noch gar nicht zur Verfügung stehen? Und dritte Frage, Sie sprechen von der 35er-Inzidenz. Wie sollen die Zahlen sinken, wenn die Maßnahmen nicht verschärft werden? Vielleicht gehe ich den Fragen jetzt umgekehrt, also rückwärts nach, dann ist es für mich in Erinnerung leichter. Also derzeit sinken die Zahlen ja noch. Sie sinken langsam, aber sie sinken. Wir haben einen R-Wert, das beschreibt von unter 1. Das bedeutet, wir gehen in die richtige Richtung, nämlich nach unten. Die Inzidenz beschreibt immer, wo wir in der Pandemie stehen. Der R-Wert beschreibt, in welche Richtung wir uns bewegen. Und wir bewegen uns jedenfalls noch in die richtige Richtung. Der R-Wert ist in Hamburg relativ konstant, so unter 1, 0,91, 0,89, so in dem Bereich, und zeigt uns an, noch laufen wir in die richtige Richtung. Wenn aber Virusmutationen, die infektiöser sind, sich verbreiten und stärker im Infektionsgeschehen eine Rolle spielen, dann kann es sein, dass wir bei gleichen Maßnahmen höhere R-Werte bekommen und damit wieder in die falsche Richtung wandern. Und deswegen habe ich immer gesagt, wir können unsere Entscheidungen nicht von der Inzidenz alleine abhängig machen. Wir müssen sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Insbesondere dann, wenn wir uns Lockerungsschritte überlegen, dann muss ja ganz besonders sicher sein, dass man nicht wegen einer Maßnahme plötzlich wieder in eine schlechtere Lage kommt. Und deswegen sind wir noch in die richtige Richtung unterwegs. Sie können das ja jeden Tag auf dem RKI-Dashboard verfolgen. Hamburg hat heute, glaube ich, einen Wert sogar unter 60 in der RKI-Systematik. Einige andere Länder sind noch höher, aber wir gehen insgesamt in Deutschland in die richtige Richtung. Aber wir wissen eben nicht, wie lange das noch so weitergeht. Wenn es nach mir geht, gerne bis 35, stetig und bald. Aber wegen der Unklarheit der Auswirkungen der Virusvarianten müssen wir dies jetzt in den nächsten Wochen beobachten und auf der anderen Seite so viel Informationen wie möglich, das war Ihre zweite Frage, über die tatsächliche Ausbreitung solcher problematischen Mutationen bekommen. Deswegen sequenziert man in Deutschland jetzt viel. Es gibt eine finanzielle Unterstützung für diejenigen, die das machen. 200 Euro gibt es pro vollständiger Sequenzierung. Das ist der Anreiz und deswegen bekommen wir mehr und mehr auch Sequenzdaten. Einerseits aus Ausbrüchen. Wir können gezielt sagen, hier ist ein auffälliger Ausbruch. Dort wollen wir wissen, steckt dahinter vielleicht die britische Variante. Deswegen sequenzieren wir sehr gezielt. Aber darüber hinaus gibt es eben Methoden, in denen man einen, wenn man so will, einen systematischen Überblick bekommt. Und diese Ansätze werden vom Robert-Koch-Institut verfolgt. Ich glaube, in der letzten Woche ist es veröffentlicht worden, dass wir derzeit stehen bei einer Häufigkeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, von 5,8%. Das ist natürlich immer etwas, was die Vergangenheit beschreibt. Es dauert ja, bis man das so weit erhoben hat. Das heißt, aktuell können wir auch schon bei einem höheren Anteil liegen. Aber das Ziel ist, dass wir darüber Klarheit bekommen und dann eine fundierte wissenschaftliche Einschätzung erhalten, ob wir uns dann im weiteren Verlauf Lockerungen oder Öffnungskonzepte erlauben können. Ja, mit Blick auf den Inzidenzwert von 35 und die Virusmutationen breiten sich aller Wahrscheinlichkeit ja noch weiter aus. Mal ganz konkret, wie ist Ihre Einschätzung, wann der Einzelhandel, wie lange bleibt der Einzelhandel geschlossen? Das ist klar, die Untersuchung gibt es noch nicht, aber das klingt nach sehr vielen Wochen mit geschlossenem Einzelhandel.
Ja, Frau Burian, das ist genau, also wenn man so sagen will, die Fangfrage. Am liebsten hätten wir ja einen Termin oder jemand, der uns sagen kann, das wird dann und dann soweit sein. Aber da wir alle keine Hellseher sind, auch die Wissenschaft ist nicht Hellseherei, sondern es hängt einfach von vielen Faktoren ab, können wir derzeit keinen Termin nennen. Aber damit wir heute jetzt nicht sagen, wir haben gar keine Vorstellung, wo wir hinwollen, haben wir uns vereinbart, auf Vorschlag auch des Kanzleramtes zu sagen, wenn wir eine Zahl nennen, was, die wir uns vorstellen können, dann ist es die Inzidenz von unter 35, weil wir dann diese Sicherheit annehmen, mit auch bei problematischeren Viren, die infektiöser sind, die sich schneller noch und leichter ausbreiten, dass wir dennoch dann stabil sind und das im Blick in der Kontrolle behalten. Deswegen diese Idee, eine solche Inzidenz als Ziel zu formulieren, wie schnell wir dies erreichen. Vielleicht geht es ja doch schneller, als ich jetzt derzeit annehme. Wir sind ja schon von Hamburger Werten von 160 jetzt auf 100, mittlerweile auf ungefähr unter 70 gekommen. Das ist ja schon ein weiter Weg, ein großer Erfolg. Und wenn das so weitergeht, dann ist dieser Zeitpunkt eher früher erreicht. Wenn aber jetzt die Virusmutationen, wenn man so will, in die andere Richtung drücken, dann kann es langsamer gehen und dann kann es auch länger dauern. Aber wir wissen es nicht. Keiner kann es derzeit vorhersagen.